Jo, liebe Leute, heute gehen wir mal auf gestern Gang Einkauf bei Necco und ja, wir gucken uns mal an, wenn ihr fahren wollt, wer gefangen eigentlich ist, weil viele kommen fahren jetzt, wer ist kein gefangen? Ja, gefangen ist einer, den kenne ich auch schon viele Jahre, der melde ich alle paar Monate bei mir, dann greife ich mit ihm mal ein bisschen über Instagram und ich fahre mit ihm auch mal live gewesen früher auf gewisse F und ja, wir gucken jetzt mal ein YouTube-Video von gefangen an, los geht's. Gefangen ein Einkauf bei Neko. Ich bin hier bei Netto und ja, ich kaufe mir so ein paar Sachen, die mir halt gefallen. Okay, er kauft sich Sachen, die ihm gefallen. Okay, mal gucken, was ihm gefällt. Und ja, zum Beispiel, mir gefällt zum Beispiel die Parli Kugelblitz. Das ist so eine Hausmarke von Netto. So Schokohörnchen von dieser Marke. Und ja, ich gucke mal, ob es. Ah, das ist meine Lieblingsmarke. Auch eine Hausmarke, der Netto-Eigenmarke. Das gefällt mir am liebsten. Okay, er kauft Waffeln, die er auch zu Hause selber machen könnte. Aber na ja, liebe Leute, na ja, gut, ist das halt. Wer kauft Waffeln? Okay, weiter geht's. Mit Puderzucker. Mit Puderzucker, so wie es die auf dem Rummel immer gibt. Okay, vergehe. So gibt es die auf dem Rummel manchmal auch. Und ja, wir gucken mal weiter. Schauen aus wie frisch von Wie frisch von Rummel, genau. Falls du nicht auf dem Board kamst, wie frisch von Rummel. Man kennt doch zum Beispiel diese Krebsstände, wo man Krebs kaufen kann. So in einem ja, Waffelmaschine. Wie frisch von der Waffelmaschine schaut das aus. Ganz frisch. Obwohl es eigentlich vielleicht, keine Ahnung, wann das produziert wurde, aber naja. Aber die schmecken wie frische, weil die ist das immer noch weich. Weich und lecker. So, und dann gefällt mir noch solche Popcorns. Manchmal kleben die, weil das Zucker. Und manchmal kleben die. Popcorn, ja, manchmal poppen die halt. Das kann kein Popcorn, komm poppen. Genau. Miteinander halt. Aber heute kaufe ich mir nur das hier und einen NLC der Eigenmarke Poster. Okay, er kauft sich ein Engelsi. Okay. Und, okay, wir gucken mal, was der Engelsi ist. Von Netto. Das ist eine Eigenmarke von Netto und Edeka und. Und mal kauf. Marktkauf, okay. Ich nehme nur diese Marke hier an. Also Poster. Burka, was ist ein Burka? Ich vergehe nicht, was Burka ist. Mal gucken. Guck mal, mal. Wer zeigt das ja mal? Manchmal nehme ich mir Schokotrink. Auch ein Ei. Manchmal nimmt er gegen Schokogink. Also, ich muss sagen, das ist sehr gesund. Also. Das ist sehr gesund, also wirklich. Schokoging ist wirklich sehr gesund. Da ist gar nicht so viel Zucker drin. Nee. Natürlich ist gar viel Zucker drin, aber naja, liebe Leute. Vor 88 Henk. Naja, geht doch schon mal. Bisschen Zucker ist auch immer gut. Von Netto ist viel günstiger als zum Beispiel sowas hier. Das kostet zum Beispiel 89. Das kostet 89 Henk. Du musst es aber auch nachgucken, wie viel er drin ist. Du musst es auch mal vergleichen, wie viel ist kein Gargünger und wie viel ist Gargünger. Und dann sieht man ja, was billig ist und was nicht billig ist. Du musst es halt auch mal nachgucken, wie viel Milligramm Gargünger ist. Mein Guter. Und von Tabaluga. Ich wollte euch nur mitnehmen zum Einkaufen. Okay, du wolltest mich mitnehmen, komm einkaufen, okay. Also was ich am liebsten kaufe. Und
Kleinigkeit zum Snacken kaufe ich auch manchmal Chips oder die Erdnüsse. Okay, da haben wir Engers hier gehen, Leute, aber Engers, die kann man schon sehen. Die im Teig ummantelt sind. Die schmecken so wie die echten, von echten Markenherstellern, die man so kennt. Fast ähnlich schmecken die, aber schmecken trotzdem gut. Ja, zum Beispiel, nee, das ist mit Barbecue. Ich mag die lieber nicht sowas mit Barbecue. Oh, mit Barbecue die mag er nicht. Okay, weil ich wissen wir Bescheid, Leute. Also mit Barbecue mag er nicht, der Junge. Ich leider war, Leute. Er mag ihn nicht mit Barbecue. Na, wir gucken mal weiter, Leute. Wie das hier zum Beispiel. Von Lorenz. Schmecken auch sehr gut. Okay, die wecken ja gut. Okay. Naja. Wenn ich die finde, hoffentlich finde ich die. Ohne Barbecue. Vielleicht gibt es die auch. Also wenn ich finden würde, dann hätte ich mir die gekauft. Aber vielleicht ist das ein bisschen komplizierter zu finden. Das ist. Nee, es ist gar nicht kompliziert zu finden. Du musst nur gucken, wo alles liegt. Aber naja, gefangen. Wir gucken mal weiter. Alles durcheinander. Nein, es ist nicht alles durcheinander. Es ist alles kokiert, aber naja, gefangen. Ich wollte euch nur mitnehmen und bald kommen wieder neue Videos. Okay, bald kommen neue Videos. Ich freue mich schon auf die neuen Videos. Wow, da freue ich mich wirklich mega gut, gefangen, dass neue Videos kommen. Da muss ich sofort darauf reagieren. Und deswegen bitte ich um etwas Geduld. Wann ist. Solange ich nicht 100 Jahre dauert, bis neue Videos kommen, wage ich. Ungefähr neue Videos kommen sollte, außer nur das. Weiß ich das noch nicht, aber vielleicht mal spontan, vielleicht am nächsten Tag spontan vielleicht. Oder vielleicht nach einer Woche oder nach zwei. Ich bekomme das Video, was wir uns gerade anschauen, ist jetzt schon ein Jahr alt. Und gar angekommen. Aber gestern hatten noch mehr Videos online. Die gucken wir, denke ich mal, vielleicht auch irgendwann mal an. Aber wir gucken mal weiter. Ungefähr. Aber die Videos sind alle schon ein Jahr alt, die ja noch online hat. Und ja, bis dahin, was ich immer noch mache. Und aber ich frage gestern bald mal, wann er neue macht. Das frage ich ihm bald mal. Ja, das war's, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt auf Gefahren reagiert, auf keinen Einkauf bei Necco. Und ich wollte sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Was auch immer ich mache. Vielleicht hat das Video euch gefallen. Wenn ja, lacht einen Gaumen nach oben.